Herzlich willkommen zu unserer Abendsession auf der Aleph Akademie. Schön, dich zu sehen. Hallo. Hallo, Hallo. Deborah. Hallo. Hallo. Uhu. Ja, uhu. Ja, wir kommen ja von unserer Perspektive auch hier die Lektion des Tages, uns an unsere Funktion zu erinnern. Und die uns ja hinweist darauf, dass wir über diese Idee, über unsere Funktion wirklich nachsinnen sollen und den ganzen Tag hindurch uns klar werden sollen, nicht nur durch die Worte, wie sie vorgegeben werden im Kurs oder in der Lektion, sondern wirklich aus unserer eigenen Erfahrung zu kommen und hier Klarheit für uns zu schaffen. Und diese Klarheit wird immer eine sein, die unsere Ausrichtung mit, sagen wir mal, diesen Qualitäten des Geistes, Gottes repräsentierend, für uns so widerspiegelt und so eröffnet im Geist, dass wir einfach wissen, dass hier ein Selbst am Werk ist, dass wir uns selbst, das eine Selbst, jeden Moment treffen und bereit sind, hier ja eine himmlische Feier zu veranstalten oder nicht nur zu veranstalten, sondern einfach im Moment zu leben und zu erfahren, nicht wahr? Und das Thema des Monats Freude und ich komme ja von dieser Idee der Lektion auch, in der Jesus über Glücklichsein spricht, ne? Und wenn du hier als dich mit mir verbindend einen Blick drauf werfen willst, ob das für dich einen Unterschied macht, wenn du glücklich bist oder wenn du glückselig bist oder in Freude bist, dann kannst du das ja gerne mitteilen. Das Wesentliche, denke ist, dass wir auch zur Kenntnis nehmen, dass in dem Wort, wie der auferstandene Christus Jesus diese Begriffe Freude und Glücklichsein verwendet im Kurs, eigentlich nie wirklich als etwas anderes bezeichnet oder definiert. Freude wird ein bisschen häufiger verwendet. Freude wird 470 Mal verwendet und glücklich oder glücklich sein oder die Glückseligkeit wird insgesamt halt so, ich glaube, an die 350 Mal verwendet. Also ist ziemlich gleich auf. Und das Wesentliche, dass wir überhaupt hier hinblicken dürfen und sollen, ist ja auch aus der Perspektive heraus, dass menschlich konzeptioneller getrennter Geist ja überhaupt nicht weiß, was Freude ist oder was Glücklichsein ist. Dieser Geist hat bestimmte Bezugsideen von, ja, von zumindest angehenden freudvollen Momenten in Bezug zu Bildern, immer in Bezug zu etwas aus der Vergangenheit, in Bezug auf etwas, was vielleicht als Überraschung erkannt wird, in Bezug auf etwas, was witzig ist oder eine Situation in der Welt darstellt, das sich als lächerlich präsentiert. Und das sind eigentlich so in etwa die freudvollsten Momente, die Mensch haben kann, ne? Natürlich der Bezug zu Beziehungen wie Familie, Kinder, ja, möglichst gut verlaufende Beziehungen innerhalb von zwei Personen, finden sich natürlich diese Momente der Freude oder in der die Freude aufsteigt. Und trotzdem wird nicht erkannt, dass in diesen Momenten
etwas Zeitloses im Geist berührt wird. Und zwar das Zeitlose, das ewiglich ist. Und dass hier dann eine Erinnerung eröffnet wurde, die auch keinen Unterschied ausmacht, zu sagen, wow, diese Situation oder dieser Kontakt oder diese Verbindung, dieser Besuch macht mich jetzt wirklich glücklich. Aber wenn zum Beispiel der Besuch, der einen glücklich macht, nur einen deshalb glücklich macht, weil man davor geglaubt hat, dass diese Personen nicht da waren und in dem Sinne nicht erreichbar waren, nicht kommunizierbar waren und halt jetzt es sich zeigt, dass dieses alte Bild aus der Vergangenheit zurückgekommen ist. Oh, aber du bist ja jetzt so groß geworden und erwachsen geworden. Ich kenne dich ja fast nicht mehr. Also, das heißt, ich freue mich noch mehr, ne? Oder es ist noch mehr ein Schock. Aber du siehst immer dieser Bezug zu einer Idee, einem Konzept aus der Vergangenheit. Und das ist genau das, was uns Jesus lehren möchte, dass wir daraus erwachen, dass wir nun einen Bezug finden können, der ein Bezug zur ewigen Quelle ist, zu Gottes Geist selbst ist. Und in Wirklichkeit beginnen wir erst ab dieser Realisierung, ab dieser Erkenntnis, von Freude oder Glückseligkeit zu sprechen. In der Lektion lass mich meine Funktion nicht vergessen. Vergessen, nicht wahr? Allein das Wort regt ja den Geist bereits an, dass ich hier bin, um mich zu erinnern, ja? Und dass ich eben nicht ohne diese Erinnerung sein möchte, was meine wahre Funktion ist. Und ich kann meine Funktion nicht erfüllen, sagt Jesus, wenn ich sie vergesse, wenn ich sie austausche mit einer Funktion dann, die mich eigentlich in der Begrenzung meines Menschendaseins belässt oder ich mich darin erhalte und mir sage, ja, meine Funktion ist halt nur die, dass ich hier wie eine Maschine, die halt einen bestimmten Chip in sich trägt, hier bestimmte Aktionen und Funktionen erledigt und damit sind die Rollen erfüllt. Ne? Es geht ja in den menschlichen Beziehungen meistens um die Erfüllung von bestimmten Rollen und dass diese Erwartungshaltungen zur Erfüllung einer bestimmten Rolle halt so gut wie möglich erfüllt werden. Und das ist wirklich, womit im menschlichen Dasein wir uns für lange, lange Zeit zufrieden gegeben haben. Selbst wenn wir bereits nach Gott gesucht haben oder bestimmte Formen und Rituale in dieser Verbindung mit Gott gefunden haben, haben wir genauso dies auf diese Beziehung im Kontakt mit Gott projiziert, mit genau denselben Erwartungshaltungen wie auf der menschlichen Ebene. Und ich kann aber meine Funktion nicht erfüllen, wenn ich sie oder indem ich sie vergesse. Ne? Aber und wenn ich meine Funktion nicht erfülle, dann erfahre ich die Freude nicht, die Gott für mich bestimmt hat. Das sind Aussagen, die Jesus in diesem Kurs macht in Bezug auf die Funktion. Und wenn wir auf die Lektion 64, wie wir sie vorgegeben bekommen im Text, so gibt er hier auch den klaren Ausblick, dass ich, indem ich die Funktion erfülle, die mir von Gott gegeben wurde, kann ich glücklich werden. Ja, so hier bringt er es klar in diese Verbindung meiner Kommunikation mit Gott und damit, dass hier etwas eröffnet wird, dass ein Glücklichsein, das nicht von dieser Welt ist, erkannt wird, erfahren wird und geteilt wird. Es ist nämlich meine Funktion,
glücklich zu sein, indem ich die Mittel benutze, durch die das Glück unumgänglich wird. Es gibt keinen anderen Weg und deshalb ist jede, und hier ist der springende Punkt, Entscheidung. Ich treffe eine Wahl jeden Moment. Jede Entscheidung, meine Funktion zu erfüllen oder nicht, ist in Wahrheit die Entscheidung, glücklich zu sein oder nicht. Das sind ganz große Worte und bieten uns eine ebenso majestätische Erfahrung und Selbsterkenntnis an. Und im nächsten Absatz geht er weiter auf diese Notwendigkeit, auf diese Betonung der Entscheidung jeden Moment ein und sagt, bereite dich im Voraus auf alle Entscheidungen vor, die du heute treffen wirst, indem du daran denkst, dass sie alle in Wirklichkeit ganz einfach sind. Jede führt entweder zu Glück oder zu Unglück. Nicht glücklich sein, das heißt Leiden, das heißt Schmerz, wird dann als Wirklichkeit anerkannt. Kann eine so einfache Entscheidung wirklich schwer zu treffen sein? Lass dich nicht durch die Form der Entscheidung täuschen. Komplexität der Form lässt nicht auf Komplexität des Inhalts schließen. Und das sehen wir in unseren Beziehungen, wie wir es als freudvoll, als glücklich auch im Zusammenhang mit vergangenen Ideen noch erhalten. Da ist die Komplexität da, die in Wirklichkeit eine vollkommene, simple, einfache Erkenntnis ist von nicht nur das zu berühren, was mein Glücklichsein ist, sondern es in dem Sinne, wie das unschuldige Kind einfach zu leben, zu zeigen und damit, ohne darauf zu warten, dass irgendetwas zurückkommen müsste, ohne irgendeine Erwartungshaltung. Wir selbst, ich selbst sein soll und sein darf. Und in dem Sinne hier für mich etwas in eine Befriedigung bringen kann, was in Wirklichkeit nicht durch die Welt oder durch irgendein Bild der Welt befriedigt werden kann. Es wird etwas innerlich erfüllt, wenn wir vollkommen spontan und ohne Konzepte, ohne Bezug auf die Vergangenheit, in einer Freude und in einer Glückseligkeit uns mitteilen, zeigen und weggeben. Es ist unmöglich, dass irgendeine Entscheidung auf Erden einen anderen Inhalt haben könnte als diese einfache Wahl. Glücklich sein, Glück oder Unglück. Es ist die einzige Wahl, die der Heilige Geist sieht und deshalb ist es die einzige Wahl, die es gibt. Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Lass mich nicht versuchen, die Funktion Gottes durch die meine zu ersetzen. Lass mich vergeben und glücklich sein. Und dies ist die Welt, die zu erlösen meine Funktion ist. Und wo wir ja herkommen von den letzten Tagen in dieser neuen Sequenz von Lektionen, beginnen mit Lektion 61. So wird diese Funktion oder das Leben dieser Funktion, wie es heute mit Glücklichsein beschrieben wird, bereits morgen mit der Idee der Erlösung erklärt. Und vor ein paar Tagen haben wir es ganz klar anerkannt, okay, ich bin das Licht der Welt. Und meine Funktion ist, dieses Licht nicht unter einem Schemel zu verstecken, sondern wirklich scheinen zu lassen. Und die Vergebung ist meine Funktion als das Licht der Welt. Und das Licht der Welt bringt jeden Geist Frieden durch meine Vergebung, durch das Erfüllen meiner Funktion. Ein Geist kann nicht in Freude sein oder eine wahre Freude empfinden, glücklich sein, ohne zu sehen, dass alles vereint ist im eigenen Selbst, im eigenen Geist. Das ist, was Vergebung ist. Es wird nichts mehr getrennt, irgendwo da draußen,
gesehen oder in Verbindung gestellt mit irgendeiner Idee in der Vergangenheit. Und das ist tatsächlich das Resultat der Erkenntnis, dass wir nie allein sind und nie allein gehen. Das ist wirklich die Klarheit dann, Gott geht mit mir, wohin immer ich gehe. Und auch in dieser Lektion 41, die wir ja das ganze Jahr hindurch mitnehmen und immer wieder miteinander teilen, bringt es zum Ausdruck, dass deine vollkommene Heiligkeit dir niemals entzogen werden kann, weil ihre Quelle mit dir geht. Die Quelle, die tatsächlich Gottes Geist aus dieser Singularität heraus, in der es keine Trennung mehr gibt, sich ganz klar offenbart und zeigt im eigenen Geist. Weil ihre Quelle mit dir geht, wohin auch immer du gehst, du kannst niemals leiden, weil die Quelle aller Freuden mit dir geht, wohin auch immer du gehst. Und du kannst niemals allein sein, weil die Quelle allen Lebens mit dir geht, wohin auch immer du gehst. So, hier finden wir diesen Bezug, diese Klarheit darüber, dass diese Erkenntnis und Erfahrung, dieses in der Quelle sein, dieses in der Quelle miteinander teilen. Es ist wirklich nie etwas anderes, was wir teilen können und müssen, als dieser heilige Augenblick, der uns aufzeigt, dass es tatsächlich die Quelle aller Freude, aller Glückseligkeit, allen Friedens ist, von Leben selbst. Es ist Gott selbst. Und das ist immer bei uns, geht immer bei uns, ist immer verfügbar in jeder Situation, wenn wir bereit sind, unsere Funktion nicht zu vergessen, uns zu erinnern, wie mächtig wir in Wirklichkeit sind mit dieser Begleitung, mit dieser himmlischen Begleitung. Und das führt mich jetzt auch in eine Lektion, die erst am Abschluss dieses ersten der Aufhebungssequenz dieser ersten 220 Lektionen von diesem ein Jahres Geistestrainingsprogramm gelehrt wird. Und es ist die Lektion, die ja wahrscheinlich die Lektionen schon mal gemacht haben, vom Titel her auch ganz klar kennt, die Lektion 190, ne? Wo es auch klar herauskristallisiert wird, dass es eine Wahl ist, eine Entscheidung ist, dass ich dies jeden Moment wähle, dass ich Gottes Freude wähle anstatt Schmerzen. Und wenn wir uns hier ein paar Absätze ansehen, in der zweiten Hälfte dieser Lektion, die zuerst den Ausblick macht, den wir uns in jeder Zusammenkunft, in jeder Session anbieten und geben. Mein heiliger Bruder, denke eine Weile über dies nach, sagt er. Die Welt, die du siehst, tut nichts. Und wir lernen das auch in dem Zusammenhang mit dem Wunder, mit dem Verständnis des Wunders, dass das Wunder in Wirklichkeit nichts, ich glaube, du, Hubert, hast das letztens gelehrt, ne? Sondern das Wunder hebt auf. Es tut in Wirklichkeit nichts. Es hebt auf. Es hebt das auf, was missverstanden wurde. Und hier bringt er den Zusammenhang mit der Lektion 132, ja, ich mache die Welt von allem los, von dem ich dachte, dass sie sei. Ne? Die Welt, die ich sehe, tut nichts. Die Welt, die du siehst, tut nichts. Sie hat überhaupt keine Wirkungen. Nur ein erwachter Geist, ein Geist in dieser Gewissheit, dass diese Quelle ständig mit uns geht, wird das realisieren können, dass hier keine Wirkungen tatsächlich passieren. Alles wird gewählt im Geist.
Wenn du wählst, dass irgendetwas aus der Vergangenheit für dich noch eine Wirkung haben soll, an dem du arbeiten müsstest, wenn du wählst, dass irgendein Teil deiner Beziehung auf der persönlichen Ebene dich verletzen kann oder auch dich freudvoll machen kann, dann glaubst du, dass da draußen eine Welt ist, die Wirkungen auf dich haben kann. Und das ist Teil der Transformation. Der erwachte, auferstandene Geist weiß, dass hier nichts geschieht und dass es keine Wirkungen von irgendetwas, was Traumbilder sind, was vorübergehende Wirklichkeit, Anführungszeichen ist, haben kann. Die Welt, sie hat überhaupt keine Wirkungen. Sie stellt nur deine Gedanken dar und sie wird sich völlig verändern, wenn du beschließt, anderen Geistes zu werden. Ja? Und die Freude Gottes als das wählst, was du wirklich willst. Du siehst, hier wird angeboten, jeden Moment. Okay, ich mag zwar hier noch sehen und da kommt ein Fetzen rein und der mag noch daran denken, dass das irgendeine Wirkung hat. Sieh dir mal an, was in der Welt vor sich geht. Ne? Das sind alles Wahrnehmungen von anscheinenden Wirkungen, von Ursachen, die nichts mit dir zu tun haben. Ja? Aber in dieser Bereitwilligkeit, den Geist zu verändern, nicht die Welt da draußen zu verändern, sondern den Geist zu verändern, dann wird sich eröffnen und anbieten, die Freude Gottes als das zu wählen, was wir wirklich wollen. Dein Selbst erstrahlt in dieser heiligen Freude unverändert, unveränderlich und unwandelbar, auf immer und auf ewig. Möchtest du denn einem kleinen Winkel deines Geistes sein eigenes Erbe verweigern und ihn als Krankenhaus für Schmerz behalten, als einen krankhaften Ort, an den Lebewesen schließlich kommen müssen, um zu sterben? Ich glaube, du könntest nicht hier sein, wenn du nicht bereits deine Entscheidung getroffen hättest, wenn du nicht bereits vollkommen klar wärst, dass du davon keinen Nutzen mehr hast, dass du das anders sehen möchtest. Dieses Erbe der Vergangenheit, das Erbe des Egos. Die Welt mag scheinbar Schmerz bei dir verursachen, doch hat die Welt als ursachlos keine Macht zu verursachen. Auch eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis in diesem Bezug. Als eine Wirkung kann sie keine Wirkungen erzeugen. Die Welt ist eine Wirkung, keine Ursache. Als Wirkung kann sie keine Wirkungen erzeugen. Als eine Illusion ist sie das, was du wünschst. Deine eitlen Wünsche stellen ihre Schmerzen dar. Deine seltsamen Verlangen bringen ihr böse Träume. Deine Todesgedanken hüllen sie in Angst ein, während sie in deiner gütigen Vergebung lebt. Und dann weiter unten kommt der klare Ausblick, okay, was ist denn jetzt zu tun? Wie werde ich damit umgehen? Wie will ich damit umgehen? Und Jesus verwendet den Ausdruck, den du auch kennst, lege deine Waffen nieder. Das sind die Waffen im Geist, etwas aufrechtzuerhalten, was letztendlich nicht vollkommen freudvoll macht, nicht vollkommen Glückseligkeit in dir auslöst und zeigt. Lege deine Waffen nieder, komm ohne Abwehr genau zu diesem Ort, zu diesem heiligen Augenblick, zu diesem stillen Ort nennt er es, wo des Himmels Frieden alle Dinge endlich stille hält. Des Himmels Frieden hält alle Dinge endlich stille. Leg die Gedanken der Gefahr und Angst sämtlich nieder. Und das ist der einzige Grund, warum du hier sein könntest. Jedes Wesen hier in Raumzeit seine Transformation durchmacht, weil noch bestimmte Reste von diesen Ideen im Geist angeschaut werden müssen, übergeben werden dürfen an den Heiligen Geist. Und in ihrer Auflösung, in ihrer Befreiung erfahren werden wollen.
Gedanken der Gefahr, Gedanken der Angst. Etwas könnte bedroht werden. Was ist das Einzige, was bedroht werden könnte? Das ist eine andere Lektion, glaub 153. Es ist die Idee des Körpers. Nur ein Körper, eine Körperidentität kann sich bedroht fühlen. Wenn du in Kommunikation bist mit der Schöpfung, mit Gottes Geist, mit der Quelle deiner Freude, weißt du, erkennst du ganz genau, dass nichts in dir in Gefahr ist, noch bedroht ist, noch Angst haben müsste. Lass keinen Angriff mit dir ein. Lege das grausame Schwert des Urteils nieder. Das ist der springende Punkt. Das Urteil. Und er nennt es das grausame Schwert des Urteils. Lege es nieder, dass du dir an die Kehle hältst und lass die vernichtenden Anschläge beiseite, mit denen du deine Heiligkeit zu verstecken suchst. Klare Aussage, nicht wahr? Was hier wirklich versteckt wird und vergessen wird. Hier wirst du verstehen, dass es keinen Schmerz gibt. Hier ist die Freude Gottes dein. Dies ist der Tag, an dem es dir gegeben ist, dir klar zu werden über die Lektion, die der Erlösung ganze Macht enthält. Sie lautet so: Schmerz ist Illusion, Freude Wirklichkeit. Schmerz ist nur Schlaf, Freude ist Erwachen. Schmerz ist Täuschung, Freude allein ist Wahrheit. Und so treffen wir erneut, noch einmal, hier wiederum die einzige Wahl, die je getroffen werden kann. Wir wählen zwischen Illusionen und der Wahrheit, zwischen Schmerz und Freude oder zwischen der Hölle und dem Himmel. Lass unsere Dankbarkeit für unseren Lehrer, unser Herz, unsere Herzen erfüllen, da wir die Freiheit haben, unsere Freude anstatt Schmerz zu wählen, unsere Heiligkeit statt Sünde, den Frieden Gottes statt Konflikt und das Licht des Himmels statt der Dunkelheit der Welt. Hier ist es noch beschrieben in den verschiedenen Wirklichkeiten. Solange noch etwas gesehen wird, eingeteilt wird, kategorisiert wird als solches, gesehen wird als Konflikt, gesehen wird als Dunkelheit, als dunkler Ausdruck, als dunkles Denken, erfahren wird als schmerzhaft, als Leid. Aber die Wahl ist immer dieselbe. Und in Wirklichkeit treffen wir sie jeden Augenblick, so wie wir sie jetzt treffen. Und wir brauchen nicht einmal verstehen, in welchem Zusammenhang Glückseligkeit und Freude stehen in Bezug auf, was uns alles gegeben wird, dass wir von der Liebe Gottes erhalten sind, dass uns alles gegeben wird, dass wir hier einen vollkommenen inneren Frieden und Befriedigung erfahren dürfen, dass wir ein Beispiel der Fülle für die Welt geben und darstellen und dass die Welt wirklich auf dich, auf mich, auf uns wartet, diese Demonstration ohne einen Bezug zu irgendeinem materiellen Bild zu geben. Es ist wirklich so, selbst ohne Worte. Du magst irgendwo im Dorf eine Nachbarin treffen und du lächelst sie an und in Wirklichkeit sagst du: Hey Bruder, wir treffen uns gerade in der Fülle
von Gottes Gaben, die wir miteinander teilen. Wir sind so gesegnet. Wir sind wirklich begnadet. Und wenn du irgendeinen Zweifel hast daran und in irgendeiner Weise noch an Mangel glaubst oder vom Mangel für einen Moment herausgefordert wirst, ich stehe mit dir, ich gehe mit dir. Sieh mich an. Und was wir damit auch sehen und lernen dürfen, ich habe das selbst gerade in einer persönlichen Situation erst vor kurzer Zeit so wieder erfahren und lernen dürfen und wo ich eigentlich mir mehr und mehr gewahr bin, wo ich stehe, ist, ich habe wirklich nur diesen Tag. Ich habe wirklich nur diesen Moment. Es ist nicht nur ein schöner Satz und eine schöne Aussage. Ich erfahre es viel stärker als jemals zuvor. Die vollkommene Ungewissheit, wie sich so wie wir es hier miteinander geteilt haben und gelesen haben, diese Formassoziation, die Form zu der Illusion, jeden Moment ändert und ändern darf. Und in Wirklichkeit will ich das auch nicht mehr manipulieren und beeinflussen in irgendeiner Weise. Aber kann ich mir sagen, ich bin glücklich heute und jetzt. Ich bin in Freude. Das ist der springende Punkt. Geh nicht ins Bett und dreh dich um und ohne dass du dies mit einem klaren Ja für dich beantwortet hast. Und wenn es einen schlimmen Tag gibt, den es für uns alle nach wie vor von Zeit zu Zeit vielleicht auf der Wahrnehmungsebene eben gibt oder so erscheint, als ob er es ein schlechter Tag wäre, dann schließe den Tag ab in diesem Kontakt mit deiner Quelle, in dieser Erinnerung, dich zu erinnern, was dir wirklich gegeben wurde, was du wirklich hast. Und dass das, was wahrgenommen wird, das ist Kinderspielzeug, das im Sandkasten liegen gelassen wird, wenn du nach Hause gehst. Vergiss das nicht. Es ist alles viel zu klein, um dich zu bestimmen darin, wer du bist, was deine Identität ist, was du wahrlich hast, gekriegt hast, was dein ist zu geben und zu teilen. Und so wie wir uns, Thorsten, gerade vor einem Moment persönlich in einem Gespräch getroffen haben, was wir lernen ist wirklich, dass es nicht einmal dann mehr den persönlichen Kontakt bedarf, dass wir wirklich in dieser Erkenntnis, wow, wir teilen ein Selbst, wir sind ein Geist, wir sind ein Selbst und es ist mein Geist, es ist mein eigenes Selbst, dass ich dich
wirklich immer in mir habe. Und wenn ich glaube, dass das dem nicht so ganz ist, kann ich dich hier einladen. Kann ich dich einladen und dir Raum geben jetzt und in diesem Raum deine Präsenz erkennen, erfahren. Und in dieser Verbindung, dass nicht einmal mehr einen Ausdruck in Form bedarf, weil der Inhalt klarer und klarer wird. Der Inhalt des Einsseins. Und dass in diesem Verbundensein, diesem Einssein, wir niemals etwas anderes teilen können als die Freude Gottes selbst, als das, was, wie immer wir in irgendwelchen Qualitäten Gott bezeichnen möchten. Und wenn ein Mangel, du weißt es ganz genau, weil Jesus darüber lehrt, wenn ein Mangel empfunden wird, dann ist das nur aus dem Grunde, weil dieser Geist nicht bereit war, es zu geben, auszudehnen. Und das können wir in diesen Momenten dann machen. Wir dehnen unsere Freude, unser Glücklichsein, unsere Liebe unendlich aus. Dass da jemand ausgeschlossen sein könnte, ist vollkommen unmöglich, weil es ja ein Ausschluss meines Selbstes wäre. Aber wenn ich in dieser Erfahrung der Ausdehnung ganz ehrlich darin bin, genauso, genauso. Wunderbar, danke. Und all das, weil es klar und offensichtlich wurde in unserem Geist, dass wir tatsächlich unsere Gedanken ändern können und sich dadurch alles, was noch wahrgenommen wird, automatisch ändert. Das war die essentielle Erkenntnis, dass mein Geist, dass dein Geist in Wirklichkeit allmächtig ist. Dass du nichts tun musst mit irgendeinem Erscheinungsbild. Und trotzdem werden wir es immer wieder versuchen, noch die Welt zu verändern. Es ist Teil des Menschseins. Aber je schneller ich mich erinnere
brauche nur meine Gedanken ändern, diesen Gedanken zum Gedanken Gottes sein lassen und diesen Gedanken in seiner Reinheit geben und ausdehnen. Alles ist klar. Freude ist der natürliche Geisteszustand. Ich habe hier in diesem Gespräch im Dialog 2 etwas gefunden, wo Alice sagt, und zwar auf der Seite 123, ich will mich nie wieder schuldig fühlen. Was kann ich tun, damit nur Liebe und Freude Zugang zu meinem Traum bekommen? Bin ich zu gierig, weil ich mir wünsche, dass sich die gleiche Projektion der wirklichen Welt in der unwirklichen Welt widerspiegelt? Wie kann ich die Verantwortung dafür übernehmen, eine solche Welt zu machen und nicht zu versuchen, sie zu ändern, sondern sie neu zu erschaffen? Ich wollte immer eine Heilerin sein, Liebe, Freude und Harmonie in der Welt bringen. Jetzt versuche ich zu lernen, wie man das auch macht. Und dann weiter unten, Leute werden die gleiche Freude empfinden, die ich jetzt empfinde, obwohl ich noch nicht begonnen habe, mich selbst zu verstehen. Glaubst du nicht, dass es sich lohnt, es zu versuchen? Und zwar der Hinblick ist ja darauf, hier eine neue Welt zu schaffen. Ne? Eine wirkliche Welt in der unwirklichen Welt widerspiegeln zu lassen. Nun Ihre Aussage läuft ja über 4 Seiten. Ich gehe hier auf die Antwort darauf ein, auf Seite 125. Das Ego gewinnt nie. Das Ego gibt dir alle Details und Bilder, die du verlieren könntest. Aber das Ego ist nur so stark, wie du an einen Körper glaubst. Wenn du schläfst, ist das Ego nicht da. Wenn du dich entspannst, ist das Ego nicht da. Und wenn du lachst, ist das Ego nicht da. Es kann nie reine Liebe und Freude mit einer imaginären zweiten Anführungszeichen Präsenz dem Ego geben. Wenn sich der Körper in Liebe und Freude auflöst, löst sich auch das Ego auf. Du allerdings bleibst und im Zurückgehen bist du zu Hause. Wer hat dir gesagt, dass du nicht glücklich sein sollst? Wer hat dir gesagt, dass du ernsthaft und elend sein müsstest, um frei zu sein? Dieses Glücklichsein, das du teilst, offenbart Freiheit und Glück für alle, nicht nur für die, die dir nahestehen, sondern für das ganze Universum. Ich bin dir sehr dankbar, dass du glücklich und entspannt mit der Welt bist. Die Welt ändert sich nicht und wird sich in ihrer Vielfalt von Aspekten nicht ändern. Ich spreche einfach von der Veränderung meiner eigenen Wahrnehmung. Wenn ich meinen Geist ändere, wird sich die Welt, die ich sehe, entsprechend ändern. Indem ich die Wahrheit in allem sehe, das Wunder überall, werde ich diese ständig gesegneten Anführungszeichen Zufälle, Liebe und Glück überall sehen. Und wo es scheinbar Leiden gibt, wird es auch keine Bedeutung geben, die meine eigene Erfahrung von Gott einschränkt. Aber ich werde durch all das Ego-Zeug hindurchschauen und im Himmel sein. Wo es Widerstand gibt, verschwindet das Bild einfach aus deinem Geist, ohne dass du daran beteiligt bist. Eines der Hindernisse für das Glück ist, wenn du dich daran festklammerst und möchtest, dass es bestehen bleibe. Wenn du versuchst, es zu einer ständigen Erfahrung zu machen, zu einem transzendentalen Zustand, anstatt Glück als Ich bin,
von neuem sein zu lassen. Folglich wirst du immer noch Leiden um dich herum finden und damit nicht umgehen können. Und das sind so die Erfahrungen in der Transformation, dieses Auf und Ab, ne? Weil versucht wird, dann etwas festzuhalten. Wir lernen hier mit Jesus an nichts festzuhalten, was irgendeinen Bezug mit der Vergangenheit hat, einen Bezug auf deinen geistigen Zustand jetzt hat. Ich bin bereit, jeden Moment zu sterben, selbst zu einem Moment höchster Glückseligkeit. Ich muss keine Verantwortung für die möglich resultierenden Auswirkungen von Leiden übernehmen, die ich in der Welt sehen könnte, weil sie keine Ursache haben. Aber ich muss Verantwortung für das übernehmen, was ich als ein Produkt meines eigenen Machwerks, meiner eigenen Gedanken sehe. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Es gibt also keine andere Ursache für diese Welt als mich. Und das ist letztendlich dieser Macher, ja, dieser falsche Schöpfer der Welt, der stirbt in seiner Identität und wahrlich stirbt jeden Moment, wenn wir es zulassen, wenn wir nicht daran festhalten. Die Frage ist, wer sieht all das Leiden? Die Tatsache, dass all diese Typen in meiner Filmwelt zu leiden scheinen, bedeutet nicht, dass sie wirklich leiden. Aber was wirklich ist, dass ich sie leiden sehe. Es läuft also darauf hinaus, dass ich der Einzige bin, der leidet. Verstehst du das? Und wenn ich im Leiden verbleibe, müsste die ganze Welt, die ich sehe, Leiden darbieten. Noch etwas, Seite 127. Daher kommt die Schuld, denn nur ich kann am besten wissen, was mit Gottes Willen rechtgesinnt ausgerichtet ist. Deine Frage, was kann ich tun, damit nur Liebe und Freude Zugang zu meinem Traum bekommen, macht keinen Sinn, denn entweder erlebst du Liebe und Freude oder deinen Traum. Und wenn du in Liebe und Freude bist, wie wirklich ist dein Traum? Das ist eine wahre Frage. Ne? Wenn ich in Liebe und Freude bin, wie wirklich ist dann mein Traum? Mein Traum einer Welt. Die wirkliche Welt, das Reich Gottes, kann sich nie in der unwirklichen Welt spiegeln, weil sie nicht aus etwas besteht, das wahrnehmbar ist wie ein Apfel im Korb. Aber du kannst in der wirklichen Welt sein und die Kraft des Heiligen Geistes spüren. Und das wird dir zeigen, dass es so etwas wie eine unwirkliche Welt nie gab. Okay? Was du neu erschaffst, ist einfach dein eigener Geist, der zu seiner Natur wieder wird, da du von Gott erschaffen wurdest. Wenn du deinen Geist transformierst, wird sich die Welt, die du siehst, automatisch transformieren. Das ist ein Wunder und es funktioniert. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas auf der Welt aufzugeben. Aber du musst alles und jeden in deinem Geist aufgeben, wenn du Gottes Macht, dem Heiligen Geist, erlauben willst, dein Führer zu sein und in seinem Reich zu bleiben. Aber was immer für eine Kombination wird nicht funktionieren. Mische frisches Obst mit faulem und sage mir, das schmeckt super. Du wirst immer die faulen Teile darin riechen und deshalb denken, dass es nicht vollkommen ist. Gott hat nicht eine unwirkliche Welt erschaffen. Sie ist dein eigenes Machwerk und existiert nicht. Und zweitens wirst du nicht den Heiligen Geist in einer solchen Kombination hören, sondern meistens das Ego. Und wirst den Heiligen Geist nur in Zeiten hören, in denen du die wirkliche Welt erkennst. So würdest du in deinen Versuchen unbefriedigt bleiben und wieder aufgeben. Eben solche Freude und Liebe kann man nur in einer Welt spüren, in der wirklichen Welt. Alles dazwischen wird von Zweifeln durchdrungen sein. Ich weiß nicht, was für dich einen Versuch wert ist, aber du hast einen freien Willen. Und ich mische mich nicht in dieses kostbare Geschenk ein,
das Gott dem Menschen gegeben hat. Was möchtest du erfahren? Ich kann dir nur sagen, das Ego kann sich niemals in Gottes Liebe einmischen, weil es keine Macht hat. Aber dann glaube an das, was das Ego aufführt, lässt dich die unwirkliche Welt als Gottes Welt betrachten. Aber das ist sie nicht. Du wendest dich in einem solchen Augenblick von Gott ab, von Gottes Liebe, die immer gleich ist, immer auf allen Wegen verfügbar ist. Das macht einen wesentlichen Unterschied. Denn wenn das Ego imstande wäre, Gottes Liebe zu mindern, dann wäre seine Liebe zu seinem Sohn nicht ewig und unterliege daher Bedingungen von Gewinn oder Verlust. Und das ist nicht wahr. Es scheint sich zu vermindern. Es scheint sich in einem ungeschulten Geist zu verringern. Aber nicht in Wirklichkeit. Nicht in Gott. Gott ist ewige Liebe, nie endende Freude, die sich für immer durch dich ausdehnt, so wie Gott dich schuf. Danke und danke dir. Dein Hierherkommen für diesen Augenblick war alles, was nötig war. Damit ist mein Auftrag erfüllt. 7. Februar. Danke dir, danke. Lass uns noch die Mikrofone öffnen, wenn du etwas teilen möchtest oder etwas schreiben möchtest. Wunderbar, diese Stille ist die Freude Gottes selbst. Dein Glücklichsein in ihm, mit ihm. Du bist sein Sohn, so heißt es auch in der heutigen Lektion. Ich bin sein Sohn. Ich bin sein Sohn. Und du siehst, ich brauche nicht einmal wissen, wie das gehen soll, im gegenwärtigen Moment zu leben. Dieser Tag ist es, dieser Moment. Aber dieser Kontakt mit ihm, diese Wahl für die Freude, alles ist gegeben, alles wird gezeigt, alles ist geführt. Wenn du dich auf, wenn du einen Morgen hast, auf den Morgen konzentrierst, was du alles morgen machen willst, was du machen musst, müsstest, bist du jetzt tot. Ja. Nein, du lebst. Du hast keinen Morgen dadurch. Und du hast auch kein Gestern. Ja, genau, Maren. Das ist ein wirkliches Wow. Das ist ein Wower.
Okay, dann verabschieden wir uns mit einem Song. At last. Zu allerletzt. Danke, ihr Lieben. Wunderbar, danke. 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 Namaste. Was der Halleluja.